Guten Abend. Guten Abend, mein Name ist Batic. Ich bin aus München. Leitmeier, Sie sind die Ehefrau des Opfers. Ja. Meine Anteilnahme, Frau Rohloff. Gleichfalls. Und Sie sind der Herr? Kurt, Sinan Kurt. Ich bin der stellvertretende Geschäftsführer. Ich habe Herrn Kurt angerufen nach dem. Fühlen Sie sich in der Lage, ein paar Fragen zu beantworten? Das ist sicher nicht der richtige Moment, um... Geht schon. Von uns hat Sie niemand benachrichtigt. Wie haben Sie es denn erfahren? Ich hatte keine Ahnung, als ich kam da. Da war überall Polizei. Sie wollten Ihren Mann von der Arbeit abholen? Nein, er war... Ich dachte, er ist in Basel. Basel? Eine Baugerätemesse. Günther wollte am Spätnachmittag hinfliegen. Heute. Hat er angedeutet, dass er die Reise nicht antreten will? Er hat das Büro verlassen, um zum Flughafen zu fahren. Wenn Sie nicht zu Ihrem Mann wollten, arbeiten Sie auch hier? Nein. Frau Westphal, die Sekretärin meines Mannes, sie sollte mir nur schnell ein paar private Unterlagen heraussuchen. Wäre ich nicht aufgehalten worden, vielleicht wäre ich... Ich wäre rechtzeitig gekommen. Was für Unterlagen? Das reicht jetzt. Sehen Sie doch, in welchem Zustand Frau Rohloff jetzt ist. Ich bin wirklich, ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Herr Kurt mich jetzt nach Hause fahren dürfte. Eine letzte Frage, Frau Rohloff. Sie haben was vergessen. Wodurch wurden Sie aufgehalten? Ich hatte einen kleinen Auffahrunfall auf der Nymphenburger. Eine rote Ampel. Hab sie zu spät bemerkt. Hallo, Annette. Hab ich dich erschreckt? Im Gegenteil. Gut, dass du da bist. Wir müssen reden. Über die Firma. Es wird sich einiges ändern. Was hast du vor? Du wirst die Geschäftsleitung übernehmen, aber noch nicht sofort. Wir dürfen jetzt nichts überstürzen. Die Firma braucht einen Geschäftsführer. Gerade jetzt. Wir dürfen ihnen kein Motiv liefern. Noch hast du eine Chance. Motiv? Du glaubst doch nicht, dass ich... Wir stehen das durch, Sinan. Gemeinsam. Vorerst dürfen wir uns nicht mehr sehen. Es ist zu riskant. Die Schlüssel bitte. Was? Meine Hausschlüssel. Gehen Sie immer so vor? Überfallartig. Wo ist Sinan Kurt? Ich weiß nicht. Nein? Warum sollte ich? Weil er Ihr Liebhaber ist. Ich glaube, Sie vergreifen sich im Tod. Stimmt es nicht? Sie haben das Siegel verletzt. Warum? Ich brauchte ein paar Unterlagen. Sie kennen die Bürokratie nach einem Todesfall. Kommen Sie mal. Können Sie mir sagen, was das ist? Das Empire State Building. Günther hat das Ding aus New York mitgebracht. Als Gag für Sinans Beförderungsfeier. Ist es schwer? Ziemlich schwer. Woraus ist das? Aus Plastik oder aus Glas? Oder woraus ist das? Glas, glaube ich. Wissen Sie, wo Herr Kurt es aufbewahrt? Hier im Büro? Sehen Sie es irgendwo? In seiner Wohnung, nehme ich an. Wessen Anruf hat Sie so durcheinander gebracht, als Sie an der Unfallstelle waren? Sinan. Er hat alles zugegeben. Wo könnte er jetzt sein, Frau Rohloff? Sinans größtes Projekt. Es gibt Probleme. Was unterstellen Sie mir da? Sie waren mit Grabe am Tatabend in der Firma verabredet, um den Verkauf vorzubereiten. Ihr Mann ist ja in Basel, dachten Sie. Plötzlich taucht er auf, begreift, was da gespielt wird und bezahlt's mit dem Leben. Wäre ein bisschen plump gewesen, finden Sie nicht? Stimmt, dummer Zufall. Ihr Plan war eleganter. Sie leeren das lebensnotwendige Spray Ihres Mannes, Dose für Dose, und brauchen nur noch darauf zu warten, dass er einen Asthmaanfall hat. Einen tödlichen Asthmaanfall. Sie haben viel zu beweisen. Sinans Unschuld zum Beispiel. Sinan kommt Ihnen als Sündenbock gerade recht. Zu vieles an, Frau Rohloff. Wir fahren ins Präsidium. Sinan, ich hatte keine Wahl. Es tut mir leid. Ich musste es Ihnen sagen. Bring sie noch raus. Das ist kein Beweis.